Welcher Künstler bist du? Ich bin die Marcella von den Maniqueurs Travestie-Revue Show, die Maniqueurs, Österreichs erfolgreichste Travestie-Revue Show. Und ja, derzeit natürlich Brot und arbeitslos. Wie sehr leidet ihr unter diesen Lockdowns? Wir leiden natürlich furchtbar. Im letzten Jahr haben wir insgesamt jetzt 6 Monate nicht arbeiten, nichts auftreten dürfen, daraus resultierend nichts verdienen dürfen und eine Katastrophe. Ihr seid eine Travestie-Show, das heißt, ihr lebt von den Auftritten, seid ihr Profis? Genau, wir sind eine Profigruppe und fallen eben in die Sparte Kunst- und Kulturschaffende. Das wiederum wird sehr oft dann geteilt, sind es freischaffende Künstler, ganz schwierig auch, was den ganzen Papierkram und die Förderungen und so betrifft. Habt ihr Hilfen von der Regierung bekommen? Also ich habe beim Härtefallfonds was erhalten, war jetzt nicht die Lawine, aber war in Ordnung. Natürlich zum, dass man alles abdecken kann, viel zu wenig. Ich habe den ganzen Sommer über brühende Hitze meinen alten gelernten Beruf wieder bin nachgegangen als Kellner. War auch lustig, anstrengend aber auch, weil ich gleichzeitig am Wochenende dann eben im Sommer durften wir ja spielen, Open Airs, unter der Woche serviert, Wochenende Show. Und jetzt ist wieder ganz zu. Und wie lautet die Forderung an die Regierung von euch? Unsere Forderung an die Regierung ist, dass wir wieder auftreten dürfen. Natürlich, ganz, ganz wichtig, groß geschrieben, natürlich mit den vorgegebenen Maßnahmen. Im Theatern, wir haben normal im Gloria Theater spielen wir seit 20 Jahren 300 Gäste, wir haben jetzt gespielt von 90 Gästen. Im Orpheum Wien passen, glaube ich, rein 400, wir haben gespielt von 150. Die haben Plexiglaswände eingezogen, die haben separate Ausgänge gemacht, separate Toilettenanlagen, damit in der Pause nicht alle auf dieselbe Toiletten gehen. Die haben alles eingehalten. Ich habe den Corona-Beauftragten gemacht mit meiner Kollegin, wir haben Fieber gemessen, alles beim Reingehen mit Schutzmaske. Also sicherer ist eigentlich fast gar nicht möglich. Das ist im Flugzeug oder jetzt Skifahren, bei Gott, sehr, sehr, sehr viel gefährlicher. Und es wurde auch nachgewiesen, es wurde uns auch gedankt von der Regierung, dass wir die Gastro und die Kultur das so vorbildlich gemacht haben. Natürlich ein Widerspruch, man bedankt sich bei uns, dass wir das vorbildlich gemacht haben. Und gleichzeitig sagt man aber, stopp, ihr dürft es nicht mehr. Im Gegensatz dazu darf man aber Skifahren, Gondeln fahren, Handball-Weltmeisterschaft ist jetzt gerade in Ägypten, wo ich mich frage, eine Weltmeisterschaft, wo alle von der Welt zusammenkommen. Es heißt Verzicht für alle, müssen nicht auch verzichten, ist das lebensnotwendig, die Profisportler, denen geht es bestimmt besser finanziell als uns, kleinen Pipifax-Künstlern, dass man sich in Ägypten trifft und eine Weltmeisterschaft macht und plötzlich, gestern war schon in den Medien, 3 sind natürlich von einer Gruppe schon erkrankt. Ab wann sollte die Regierung euch wieder auftreten lassen? Wir würden gern dann auftreten, wir würden gern so schnell wie möglich wieder auftreten dürfen. Natürlich mit ruhigem Gewissen, mit diesen Vorgaben. Und wir brauchen aber eine Vorbereitungszeit, so wie die Gastronomie. Wir können nicht sagen, nächste Woche spielen wir im Gloria Theater. Das gehört ja beworben. Wir brauchen Gäste, die kommen. Die Gäste wiederum brauchen die Sicherheit. Muss ich mich testen lassen? Muss ich was mitbringen? Das ist natürlich alles so verwirrend derzeit in den Medien, dass sich vielleicht gar keiner traut, hinzugehen. Wer sagt, ich lasse mich weder testen, weder in der Nase bohren, weder will ich meinen Ausweis hinterlegen. Das gehört einfach genau, es gehört eine Planungssicherheit her. Mhm. Noch ein kurzer Appell an den Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler, Österreich ist ein Kunst- und Kulturland. Die Leute, wir haben jetzt ein Jahr nichts zum Lachen gehabt, sie brauchen was zum Lachen. Wir wollen die Leute bespaßen und Entertainment. Lassen Sie uns arbeiten mit allen sicheren Maßnahmen.